Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparen mit Barbara. Heute zeige ich euch, wie man Semmelbrösel macht. Die kann man natürlich auch fertig beim Bäcker kaufen oder auch im normalen Lebensmittelladen. Aber viele von euch haben vielleicht mal eine halbe Scheibe Brötchen übrig oder hier so ein Randstück vom Toast. Also manche würden das wegwerfen. Das ist aber natürlich noch ein super gutes Lebensmittel. Und ja, man kann ganz einfach und unproblematisch Semmelbrösel draus machen. Semmelbrösel kann man ja für viele Sachen verwenden. Zum Beispiel zum Panieren von Schnitzeln oder, was weiß ich, Selleriescheiben. Oder man kann damit eine Backform ausstreuen. Das steht in manchen Rezepten drin. Was ich sehr gern mag, ist, sich Semmelbrösel in viel Butter anzubraten und über Nudeln zu geben. Ich habe auch noch ein Rezept, da wird noch ein bisschen Knoblauch untergemischt, das ist dann eher was Pikantes. Ja, jedenfalls Resteverwertung. Ich habe jetzt hier so eine Scheibe Toast übrig gehabt und habe die vor ein paar Tagen an einen gut durchlüfteten Platz, also bei mir in der Küche, vors Fensterbrett gelegt. Darf natürlich nicht feucht sein, sonst fängt das Brot an zu schimmeln. Oder ihr könnt es auch auf die Heizung legen, jetzt in der Wintersaison. Und nach, ja, 3 Tagen ist das richtig schön hart. Noch einfacher wird das mit den Semmelbrösen, wenn ihr euch das vorher in Würfel schneidet. Aber ja, also ich brauche dafür jetzt, ich nehme hier meine Mandelmühle. Ihr könnt aber auch jede andere Reibe nehmen. Also was nicht so gut geht, ist, glaube ich, dass auf dieser, es gibt diese Haushaltsreiben, die nehme ich immer zum Möhrenraspeln. Da geht es nicht. Aber also ich denke, viele von euch haben irgendeine Art von Reibe im Haus. Ja, dann machen wir das jetzt mal schnell. Ich bin hier am Kindertisch. Den brauchen wir zwar nicht zum Sitzen, aber den finde ich ganz praktisch, um Sachen zu organisieren. Und ich habe hier so eine Mandelmühle, die festgeschraubt wird. Und meine Küchenplatte, also meine Arbeitsplatte, die ist so dick. Und ja, dieser Kindertisch, der hat hier die optimale Dicke, um die Mandelmühle zu befestigen. Okay, also ich habe mir einen tiefen Teller untergelegt. So. Und jetzt wird einfach gerieben. Die Mandelmühle hat den Vorteil, dass sie das Brot wirklich ganz super fein mahlt. Manchmal braucht man vielleicht eher ein bisschen gröberes Semmelbrösel, aber ich finde die optimal so. Ich habe noch nie Panko ausprobiert. Da heißt immer, gibt es im Asialaden so japanisches Semmelmehl, aber Semmelbrösel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders ist als mein Selbstbrösel. Eine Scheibe Toast hatte ich mal ausgerechnet. Das ist so dieser amerikanische Sandwich-Toast. Da kosten 750 Gramm 85 Cent. Eine Scheibe kostet 4 Cent. Das heißt, wir machen jetzt für eine Portion Semmelbrösel, ja, machen wir jetzt Semmelbrösel für 4 Cent. Also ich würde nie trockenes Brot wegwerfen. Da kann man so viele tolle Sachen mitmachen. Und geht auch wirklich ganz schnell. Wir sind schon gleich fertig. Gibt bestimmt modernere Modelle an Mühlen, aber ich die mal tue. Und warum sollte ich sie dann aussortieren? Sehr viel mehr geht nicht. Wenn am Schluss so ein bisschen was Gröberes rauskommt, das ist überhaupt nicht schlimm. Also für meine Zwecke ist das perfekt. Man kann das übrigens auch mit Schwarzbrot machen. Ich habe es auch mal mit Körnerbrot probiert, so ein Sonnenblumenbrot. Das schmeckt zum Braten auch ganz lecker. So. Ja, doch, die ganz groben, die nehme ich jetzt mal raus. Die kann man auch so knabbern. Also. Semmelbrösel. Ich weiß noch nicht, wann ich die verwerte. Ich werde wahrscheinlich heute Abend Bandnudeln mit Butterkrüstchen machen. Man kann die aber auch in eine luftdichte Dose umfüllen und dann sollte man sie so innerhalb von 14 Tagen verbrauchen, weil es uns anfängt komisch zu schmecken. Ja.
Das mache ich jetzt nicht vor laufender Kamera. Hier geht das Umfüllen in meine luftdichte Dose. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Ich nehme da jetzt noch eine Unterlage, damit es nicht zu viel gebröselt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Sparbara.